So, hallo Leute, willkommen zurück zu einer entspannten Runde. Um 11:30 habe ich es hier bei mir, deswegen entspannt muss ich bleiben, ansonsten wecke ich die Nachbarn. Rocket League. Dreier-Spiel habe ich schon nie gemacht. Mal gucken, es wird noch chaotischer. Wir probieren dann mal Chaos-Modus, noch 4 gegen 4, das können wir auch noch machen. Und dann wäre ich für heute erstmal fertig, weil morgen muss ich wieder arbeiten. zu kotzen, ey. Ja. Ja, ich habe mir übrigens noch einen neuen CPU-Kühler gekauft. Jetzt, ich habe gemerkt mit meinem... Stimmt, AOE habe ich, glaube ich, gemacht. Genau, AOE war, glaube ich, mit meinem neuen Headset, mit meinem neuen Mikro. Jetzt weiß ich es wieder. Und da war ja dieses dieses Surren, ne? Dieses so wie Luft halt. Das war der CPU-Kühler. Moment. Na gut, das wird ihr wahrscheinlich immer noch hören, aber CPU und GPU-Grafik. Processing Unit, ja. Grafikkarte. sind die da Lärm gemacht haben. Also was heißt hier Lärm? Das Mikrofon ist halt einfach nur sauempfindlich. Okay, das war das erste Spiel. Leute, wir haben nur noch ein Spiel vor uns. Oh, sehr schön. Ungewöhnlich. Was sagen die dort? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir jetzt einen neuen CPU-Kühler gekauft. Einen von BeQuiet. Soll jetzt keine Produkt-Marketing-Werbung sein. Ich krieg kein Geld von denen. Also BeQuiet-Dingens. Und ich muss euch sagen, bei Intel-Dingern war der Einbau so ziemlich das Arschigste, was man sich vorstellen kann. Aber na gut. Was ich nicht mag, ist halt, wenn die Leute, wenn die Firmen da auf Plaste setzen. Das heißt, hier so ein Plastering oder was auch immer auf den CPU-Sockel gesetzt wird, auf die Vorrichtung. Und das dann funktionieren soll, weil ja, bei Hitze und Plaste kann das schon mal spröde werden und fällt dann irgendwann mal ab. Da hatte ich neulich sogar eine Kundin bei mir im Laden, bei der es ohne Scheiß. Die hat gesagt, es hat nur noch einen lauten Knall gegeben, dann ging das Ding aus und jetzt kriegt er nicht mehr an. bei der ist ohne Scheiß. Ist das hier das Dreier? Ja, ne? Hallo. Ja, 3 vs 3. Bei der ist der CPU-Kühler vom Sockel gefallen. Und warum? Weil der Plastik von der Halterung alt wurde. Dann hat es natürlich einen lauten Knall gegeben, so ein Alu-Block, der runterklatscht. Und dass der PC dann nicht mehr angeht, also der ging dann zwar schon an, aber der ging immer aus. Ist ja klar, weil der CPU dann nicht gekühlt wird. Also sowas habe ich schon nie gesehen. Oh, jetzt ein Dreier-Spiel, mal gucken, wie das wird hier. 3 Minuten dieses Parts verschwendet. Und dann haben wir einen, der nicht da ist. Sehr schön. Sowas mag ich. Okay, der ist wieder da. Oh Gott, ich sehe nicht mehr durch. Aber es ist lustig. Wahrscheinlich auch nur, weil ich noch im ranglosen Spiel bin, wenn ich das Spiel dann wieder anfange zu suchen wie Counter-Strike, wo ich dann auf dem höchsten Rang bin. Alter, wir haben hier schon einen Freak drinne. Mayday, Mayday. Dann wird es mich wahrscheinlich aufregen. Hier kriegst du kein Tor rein. Ohne Witz, hier nur mit Luck. Keine Ahnung. Also hier, da bleibt ja auch immer permanent hinten von denen. Hab ich nicht. Oh, sehr schön. Oh, fucking shit, yeah, motherfucker. Was, weit weg? Das ist nicht zu glauben, ey, ohne Witz. GG. Was hat denn der für ein krasses Auto, ey? Ja, man, du freust dich jetzt, hä? Yes! Voll nicht. Veteran? Alter, ohne Witz. Schön. Naja, kein Wunder hier. Das ist auch der uns so bumst hier und auch rumfliegt hier. Oh, ja, ab geht's, oder?
Schild. Aua. Fotze, ey. Oh, bitte. Keine Böse. Fotze. Keine bösen Wörter. Fotze. Keine bösen Wörter. Der Remix davon ist saugeil, ey. Natürlich musste ich wieder den Befragungsschlag machen und... Ah, fuck. Lol. Schön, Alter. Finde ich auch. Na, das fand ich nice. Scheiße. Ja, und das ist dann wieder so ein Mongo, der nicht wegdrückt, wenn das Tor ist hier. Oh, was ist das denn? Hör mal auf jetzt! Ja, irgendwas ist da, ey. Das Kuriose. Jawoll, ey! Ich lasse das Tor jetzt hier. Guck ich das an hier. Yeah! Ja, das Kuriose auf der Playstation, da spielst du ganz normal. Das kann ja auch an den Treibern liegen, keine Ahnung, ey. Aber, ja, wie gesagt, laut den Achsentest ist da so eine Achse immer ein bisschen am Wackeln, ey. Und das Ding ist neu, da hab ich keinen Bock. Ich hab's bei eBay für einen 40er gekauft, das Ding. Und ich hab keinen Bock, das nochmal einzureichen. Ich hatte schon mal einen. Oh yeah! Das war aber gefaked, gefälschtes Ding. Muss man aufpassen, ne? Also das kriegt man ganz schnell ein Fake angedreht und da hatte ich keine Lust, da habe ich das gesagt, hier ist ein Fake, Junge. Aber wenn du willst, dass ich das melde, nimmst du das Ding zurück. Alter, hör doch mal auf jetzt. Hast du nicht. Backen halten. Denkst du, kick me, Noob? Schnauze. Gewinn doch. Jetzt eh nicht das Tor gemacht. Tu mal nicht so. Oh ja, kick mich selbst. Spasti, ey. Jawoll, hier. Noob, ey. Was will denn der, ey? Kann man den auch muten, ja, ne? Geht das? Nee. Schade. Das hätte ich ihn gleich gemutet, ey. Das sind da wieder. Das ist. Also, wenn der Mate schreibt, ne? Das wird wahrscheinlich wieder so ein Brite sein. Der hier sein Teechen trinkt noch hier nebenbei. Ja, verpiss dich doch einfach mal. Ah, fucking shit, ey. Ah, Ficke. Alter, wie er so angebrezelt kam. Hallo! Oh, gefailt, ey. Wir müssen nur noch auf Ausdauer spielen, ey. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Jedenfalls, ich hatte mir einen neuen CPU-Killer gekauft. Und jetzt müsste man nicht mehr so in... Lautes Surren hören, ey. Also ein bisschen leiser müsste es sein. Komm, schön. Bin ich immer noch Erster? Natürlich bin ich immer noch Erster.
DJPE. Regt er sich, der heult rum, ey. Anstatt einfach mal zu sagen, hier, ja, er hat mich geschubst, na und? Heult er 5000 Mal rum und sagt, oh, du hast mich geschubst, du Kacknoob, der hat mich geschubst, der Kacknoob hat mich geschubst. Sehr schön. Dreifach Bedrohung. Natürlich sind wir Noobs, deswegen spielen wir auch hier nur Fotze im Futze. Dort, die haben. Ey, die beiden sind alle im Rang und ich bin höher als die, aber naja, gut. Ja. Ja. Hört ihr das? Das ist mein Finger. Habe ich gerade jedes einzelne gebrochen. Ja, noch ein Spiel geht rein, oder? Ja. Ey, na, geht noch. Ey, na, geht. Okay, wir hören jetzt im Hochdeutsch reden wir jetzt. Ne? Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Das hatte ich doch schon mal probiert, das hat nicht funktioniert. Oh, DJP 13, du Mongo. Jetzt kann ich mal. Ja, gefickt, du Bongo, ey. Letztes Spiel aufgeregt und jetzt hier. Nice, der 4, da hört schon wieder rum, ey. Ey, das. Ich verteidige. Oh shit. Motherfucker. Boah. Ah, 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 fick mich. Ja, Leute, nimmt das aber. Melde dieses Video nicht. Nein, shitting. Ah, ich stehe nicht in der Mitte. Ah, fuck. Ich bin so fertig, ey. Muss mal wieder zum Fitti gehen. Oh! Oh. Ja! Guter Schuss zu mir selber gesagt, sehr schön. Ah, den Schuss hab ich jetzt hier voll verkackt, ey. Thanks for kicking me, mate. Noob, mate. Noob, mate. Jetzt ist das letzte Spiel gewonnen und jetzt halt er rum, ey. Sehr schön gemacht. Wunderschönes Ding. Ey, Dreier macht sogar Spaß. Merkt euch das, ein Dreier. Macht mir immer Spaß. Oh, ich hab doch zur Mitte geführt. Schade. Schade, schade. Schokolade. Nein! Oh, ey, das wäre schön, wenn du ihn rausgeholt hättest. There we go. Schuss geschossen hier. Ah, das war nicht schlecht. Also, er hat nicht. Ah, ja, cool, da steht, ey. LOL! Wieso ist denn der so schnell gewesen? Na gut, er hatte eine bessere Posi. Komm! Ey, da hätten wir den mal zur Mitte führen sollen. So wie ich das hier mache! Ah, fast ein fucking Tor, Junge. Na, shit. Shit! Das wäre auch ein geiles Tor gewesen, aber der war zu low. Zu lame, meine ich. Ausgespielt, du Fotze, ey. Scheiß DJP Mongo, ey. Nice Text.
LOL. DJP, wenn du dieses Video schaust, dann bist du ein fucking Noob. Ah, komm, 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 komm. Yes. So geil, dass es so, jawoll, da haben wir noch das dritte Spiel reingekriegt, ey. Das muss man machen, man muss ja einfach nochmal auf. Man muss die erstmal richtig so auf 180 bringen, damit die nächsten Spiele auch noch verkacken. Naja, gut. Vielleicht drohen wir mal auch in CSGO ein paar mit unserem Global Lead. Stimmt. Ich habe eine wichtige Info. Die kommt aber nächsten Part. Oh, die ist nicht so. Ne, egal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Also hoffentlich beim nächsten Part. Ciao.